Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramsky Rata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, in der Nähe der Docks von Nashadar, oder vielleicht auch in den Docks von Nashadar, im Gespräch mit Setzkl über die Fehler der Jedi und was jetzt zu tun ist. Er hat uns gerade quasi zum Kampf herausgefordert, nicht wirklich, aber ist uns freigestellt, ihn jetzt zu bekämpfen. Allerdings, wie gesagt, das möchte ich nicht machen. Denn Setzkl ist doch interessant. Er hat vieles gesagt über die Jedi, was ich unterstütze. Von daher werde ich ihn jetzt nicht einfach töten. Das würde ich auch so nicht machen. Sondern ich würde ihn einfach, ja, hier lassen und wieder weggehen. Lasst uns das beenden. Nein. Nein, es ist eine größere Strafe, euch am Leben zu lassen. Das auch nicht. Ja, ich bitte euch, denkt nochmal darüber nach. Trotz aller Fehler der Jedi hat es auch viele Erfolge gegeben. Viele Erfolge, auf jeden Fall hat es Erfolge gegeben. Und das hier ist die, ja, die Lösung, die ich am ehesten unterstütze. Abgesehen davon müssen wir ihn jetzt ein bisschen aufbauen. Von daher ist das schon gut. Das ist kein Trost. Aus Gründen, die ich noch immer nicht preisgeben darf. Erlösung war nicht Revans Ziel. Und jenen, die sich auf andere Weise über ihr Verbrechen hinwegtrösten wollten, habe ich nie geglaubt. Mehr kann ich nicht sagen. Gibt es etwas, das ihr mich lehren könnt? Kommt drauf an, ob ich das will. Etwas zu lernen ist allerdings immer sehr gut. Aber ich denke, wir haben genug geredet. Worte langweilen uns wohl beide. Lassen wir die Macht sprechen. Im Kampf. Diese Form ist euch in den Mandalorianischen Kriegen vielleicht schon begegnet. Aber es ist wohl angebracht, Elemente der Vergangenheit zu verwenden. Der Name der Bewegung dieser Form lautet Ataru. Diese Form ist zwar aggressiv, aber zielgerichtet und wird zumeist gegen einen einzelnen Gegner eingesetzt. Diese Form ist bei der Abwehr von Blasterschüssen etwas weniger nützlich. Setzt sie im Nahkampf ein. Nicht gegen ein schwer bewaffnetes Bataillon, das auf euch feuert. Vielleicht hat das Exil euch wirklich gut getan. Eure Instinkte sind jedenfalls ebenso wenig abgestumpft wie eure Wissbegierde. Ich werde nach Dantooine gehen, zu den Ruinen der Enklave. Wenn ihr die anderen versammelt, werden wir uns dort sehen. Und danke. Eure Rückkehr. Es ist gut, dass ihr wieder bei uns seid. Ich bin nicht wieder bei euch. Wenn er das allerdings glauben will, dann ist mir das recht. Zumindest so recht, wie es mir sein kann. Tatsächlich hatten wir hier hinten wirklich schon, ich glaube, hier sind wir auch aufgemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, unter welchem Zusammenhang wir hier schon mal waren. Allerdings war das hier wirklich Setzkls Versteck. Genial. So. Setzkl selbst allerdings ist nach Dantooine aufgebrochen. Hallo Lutra. Apropos Lutra, da müssen wir noch bleiben. Das ist auch noch eine Sache, die noch offen ist. Die können wir dann gleich mit abräumen. Aber erstmal jetzt den Gedanken zu Ende führen. Ja, Setzkl ist ein Jedi nach meinem Geschmack. Sofern Jedi nach meinem Geschmack sein kann. Denn er sieht nicht nur die Erfolge der Jedi, sondern mehr noch die Fehler der Jedi. Und das macht ihn sehr sympathisch. In Ordnung. So, kleiner unplanmäßiger Schnitt eben, tut mir leid. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Damit, mit ZKR haben wir jetzt abgeschlossen erstmal. Um jetzt zu klären, wie es mit uns weitergeht. Folgendermaßen, erstmal ein bisschen auf Nashadar noch Sachen machen, die offen sind. Zum Beispiel mit Fogger reden über die Treibstofflieferungen an Telos und so weiter und so weiter. Dann die Sache mit Lutra hier noch. Und wir wollen ja auch noch die beschädigte HK-Einheit in unserem kleinen Frachtraum reparieren. Und danach werden wir uns zu einem der anderen Planeten begeben. Zu welchem, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Werde ich mir dann Gedanken drüber machen. Jetzt erstmal Lutra Hallo sagen. Obwohl, nee. Was mir jetzt erstmal viel wichtiger noch ist. Die beschädigte HK-Einheit. Obwohl. Ja, ich bin heute etwas hin und her geworfen mit meinen Gedanken. Hallo Lucha, wir können ja ihm und seiner Frau immer noch später einen Besuch abstatten. Habt ihr schon etwas von meiner Frau gehört? Ja, ich traf am Flüchtlingssektor auf eine Frau namens Aida. Was? Kann man sie irgendwie befreien? Ich arbeite dran. Ich komme wieder, wenn ich mehr weiß. Ich kann kaum glauben, dass sie noch am Leben ist. Das ist die beste Nachricht seit Jahren. Bitte, tut, was ihr könnt. Ich wäre euch auf ewig dankbar. Okay, was ich wahrscheinlich jetzt vergessen hatte, das wäre noch ziemlich viele andere Sachen im Flüchtlingssektor zu tun haben und weswegen
ich ihn jetzt noch nicht so richtig oder sie noch nicht so richtig zu ihm schicken kann. Versuchen werde ich es aber das nächste Mal auf jeden Fall, wenn wir bei ihr vorbeikommen. Jetzt heißt erstmal, auch wenn jetzt Wogger eher in der Nähe liege, ab in die M-Hawk, ab zum beschädigten HK-Einheit im Frachtraum und ja, Chassis in ihn rein. Ach, ich freue mich darauf. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich drauf freue. Einige wissen jetzt wieso. Hier, Flüchtlingslandeplatz, da wollen wir hin. Ach ja, ich bin richtig, richtig froh gerade. So. Ach ja, schön hier wieder lang zu stapfen. Ah, schön. Wir sind wieder frei. Goto, Viscus, aus Viscus Gefangenschaft sind wir mehr oder weniger entkommen. Obwohl, Mira war bei ihm gefangen, nicht wir. Und wir sind aus Gotos Gefangenschaft entkommen. Und jetzt werden wir sogar noch... Na gut, zwei neue Gruppenmitglieder haben wir schon. Mira und Goto. Der Droide. Oh. Jetzt werden wir noch ein weiteres wahrscheinlich kriegen. Nämlich die beschädigte HK-Einheit. Ich freue mich sehr drüber. Ich glaube, das habe ich schon hier und da mal erwähnt. Ach ja, und ich werde jetzt mit diesem dämlichen total... Was ich sagen wollte, ich werde jetzt mit diesem dämlichen, total sofort eintreffenden Sing-Sang in meiner Stimme aufhören. So, eine Nachricht von Kelborn, was will er? Er hat eine Nachricht von Kavar. Okay, über eine Nachricht von Kelborn freue ich mich natürlich immer. Über eine Nachricht von Kavar, naja, mal sehen. Und für die, die es vielleicht vergessen haben, Kelborn war ein Mandalorianer auf Duxun. Und der hat nach Mandalors Abreise mit uns die Führung dort ein bisschen übernommen, als Stellvertreter. Ja, wir sollten so bald wie möglich zum Lager der Mandalorianer zurückkehren. Das stimmt, allerdings, dann haben wir ja was wir jetzt direkt angehen können dann. Vorher allerdings möchte ich noch die Sachen auf Nashadafa zu Ende machen. Ist mir egal, wie dringend es Kelborns Meinung nach ist. Nö, ich gebe sehr viel auf Kelborns Meinung. Ja, aber dann sollten wir so bald wie möglich dahin gehen. Iridonianer, hättet ihr einen Moment Zeit? Was ist, Goto? Ich habe einige Zeit in Gegenwart eures Remote zugebracht. Die Verbesserungen, die ihr an ihm vorgenommen habt, sind sehr angemessen. Ich bin beeindruckt von eurer Arbeit. Von eurem Remote selbst allerdings weniger. Was stimmt damit nicht? Ich finde seine Rohstoffverschwendung, den Energieaufwand für sinnlose Dinge, unschön. Ihr verfügt jedoch offensichtlich über ein gewisses Talent zur Optimierung von Maschinen. Ich möchte, dass ihr an mir die gleichen Optimierungen vornehmt. Das lässt sich machen. Wenn ich etwas Zeit habe, werde ich sehen, was ich tun kann. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Ab zu HK. Besser gesagt, ab zu Mira? Nein, ab zu HK und seiner beschädigten Einheit. Mal sehen, ob wir sie jetzt reparieren können. Dies könnten die Reste einer alten HK-Einheit sein. Das hatten wir schon. Reparieren. Beschädigtes Chassis des Droiden mit deinem Chassis verstärken. Erfolg, du hast das Chassis des Droiden installiert. Du hörst ein leises Brummen und das Geräusch elektrischer Entladung, als die Energieversorgung des Droiden reaktiviert wird. Diagnose. HK-47 aktiviert. Überprüfe Primärsysteme. Einschätzung. Ich scheine schwere Schäden davongetragen und einige Gliedmaßen verloren zu haben. Ich spüre die Risse in meinen Motivatoren. Mein zentraler Kontrollknoten scheint mehrmals aus nächster Nähe mit einem Blaster beschossen worden zu sein. Unverschämtheit. HK-47, wuhu! Ich freue mich total, jetzt ist bald dann die alte Gruppe wieder beisammen. Ja, warum warst du in unserem Frachtraum? Antwort: Ich weiß es nicht, Meister. Es ist seltsam, dass ich hier war, obwohl mir dieser Ort sehr bekannt vorkommt. Oh ja. Extrapolation. Vielleicht wollte mich jemand nachbauen. Möglicherweise wurde ich für irgendetwas benötigt. Ach ja, HK-47 ist schon eine Nummer. Geht es euch gut? Antwort: Wenn Sie mit gut den Verlust fast aller meiner Tötungsprotokolle meinen, dann geht es mir nicht gut. Außerdem habe ich offensichtlich meinen Vokabulator nicht mehr unter Kontrolle.
das führt dazu, dass ich ungewollt meine wahre Funktion als Killer-Droide preisgebe. Willkommen im Club. Nein, nicht wirklich. Willkommen in unserer kleinen Gruppe aus seltsam zusammengewürfelten Individuen. Ich glaube, das trifft's eher. Weißt du, was mit dir passiert ist? Du siehst aus wie ein Druide, wie die Druiden, die mich angegriffen haben. Das stimmt schon, allerdings werde ich ihm das nicht sagen. Du bist ein Killer-Druide? Ja, weißt du, was mit dir passiert ist? Antwort. Sie scheinen mehr zu wissen als ich. Meine Speicherzentren weisen Fehlfunktionen auf. Reflexion. Was mich aber seltsamerweise nicht beunruhigt. Ich hatte wohl schon häufiger Speicherprobleme. Trotzdem ist der Verlust meiner Kampf- und Tötungsprotokolle beschämend und erniedrigend. Der Arme. Geht's euch gut, hatten wir schon. Ja, du siehst aus wie die Droiden, die mich angegriffen haben. Antwort. Oh, das ist unmöglich, Meister. Wenn ich sie töten wollte, würden wir uns nicht unterhalten. Abgesehen davon bin ich ein einzigartiges Modell. Zu glauben, dass es noch mehr Versionen von mir geben könnte, ist eine Beleidigung. Na. Es stimmt, aber es gibt in der Galaxis wenigstens 4 andere Versionen von dir mit Fehlfunktionen. Oh ja. Wenn die Fehlfunktion darin besteht, mich anzugreifen? Aussage. Meister, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Versuche, witzig zu sein, bei einem Druiden wie mir fehl am Platz sind. Ich bin, wie bereits erwähnt, einzigartig. Wir sind sogar mit einer Horde HK-50-Druiden deiner Baureihe über den... Wir sind sogar einer Horde HK-50-Druiden deiner Baureihe über den Weg gelaufen. Und zwar nicht nur einmal. Resignation. Na gut, Meister. Wenn Sie unbedingt witzig sein wollen, von mir aus. Lassen Sie mich einen Blick auf die Logbücher des Schiffs werfen, um diese Angelegenheit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Lösung. Sie haben recht. Diese Entdeckung weckt in mir allerdings einen gewissen Zorn und Beschämung. Der Arme, er hat wirklich fest geglaubt, dass wir witzig sein wollen, aber es stimmt. Das muss schrecklich für ihn sein. Ja, geht es euch gut? Spott. Soll das ein Witz sein? Ja, Meister. Natürlich geht es mir gut. Aussage. Ich meine, ich wurde eben erst reaktiviert, nur um zu erfahren, dass minderwertige Kopien von mir die Galaxis bevölkern und meinen guten Namen in den Schmutz ziehen. Aber angesichts der Tatsache, dass diese Einheiten sie jagen, freue ich mich schon darauf, sie zu treffen, um ihnen einige angemessene Tötungsprotokolle zu verraten. Lösung. Wie es aussieht, brauche ich sie also. Vorläufig. Du bist gern willkommen. Du bist also ein Killer-Druide, nicht mehr. Wenn er die meisten seiner Tötungsprotokolle verloren hat? Vortrag. Ja, wie ich bereits sagte, ich bin ein Killer-Druide. Meine Primärfunktion ist die Terminierung von Fleischsäcken, die Sie gerne tot säen, Meister. Oh, wie ich dieses Wort hasse. Was heißt hier Fleischsack? Ach ja, ich liebe das. Antwort. Nein, Meister. Ich habe es schon wieder gesagt. Gewöhn dich dran. Antwort. Ja, Meister. Fleischsäcke nennt HK-47 alle organischen Dinge. Ich weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, einen Killer an Bord zu haben. Wir haben Etten hier. Du wirst niemanden töten, außer wenn du dich verteidigen musst. Und selbst dann tust du es nicht ohne meinen Befehl. Bist du bereit, mir zu dienen, Druide? Naja, fragen wir ihn das mal. Antwort. Ja, Meister. HK-47 ist einsatzbereit. HK-47 hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Dank seiner verbleibenden Tötungsprotokolle fügt er Gegnern mit seinen Blastern und Gewehren zusätzlichen Schaden zu. Sehr gut. Erfahrungspunkte erhalten 1000 und wir haben ein neues, geniales Gruppenmitglied. Aussage. Meister, würden Sie mir bitte einen Moment zuhören? Ich muss sagen, dass mich Ihr Verhalten irritiert. Vielleicht hatte ich wegen Malachor 5 zu hohe Erwartungen an Sie, aber Sie bleiben weit hinter meinen Erwartungen zurück, sorry. Vergiss es. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen, das allerdings das nächste Mal. Ich gehe dann jetzt. So. Das war schon das Stichwort, das allerdings beim nächsten Mal. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Wir haben jetzt wie immer Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Das nächste Mal wird es dann an der Stelle weitergehen und ja, bis dann.